Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Spielstand von City Skylines hier in unserer Stadt Philadelphia. Wir haben ja beim letzten Mal versucht, den Waldpark, Sägewerkpark und so weiter zu errichten. Das ist uns auch gelungen mit so einem kleinen holprigen Steinchen. Deswegen, wir gehen jetzt mal rein. Ich habe mir das Ganze nochmal angeschaut, was wir machen können. Und wir sehen hier, ich habe mal das Gebiet grundsätzlich erweitert. Also das sehen wir ja hier nicht, das sehen wir hier vorne. Das ist jetzt quasi das komplette Gebiet, was zu diesem Sägemühlewerk dazugehört. Und wir haben hier mal so eine kleine Kiesstraße gemacht. Ich denke mal, das sieht also auch ganz nice aus. Da sind immer noch ein paar Bäumchen drauf, sehe ich gerade. Die sollen natürlich nicht da drauf sein. Das machen wir mal eben weg. Natur ist richtig, aber auf Wegen ist das einfach unrealistisch. So, da hinten gehen wir nachher dran. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe nämlich jetzt erstmal hier vorne noch einmal eine kleine Baumplantage gemacht. Und ich hoffe auch mal, dass die Fahrzeuge dann auch dorthin fahren. Ich denke jetzt einfach mal, weil der Weg ist offiziell. Das ist eine Straße, sollte funktionieren. Und ich habe das Aussehen, übrigens, das kann man ja hier ändern, dann mal von Erlen, ne, auf Buchen gemacht, weil die Buchen sind auch die hauptsächlich hier stehen. So, wenn ich die nämlich alle wegmache, ist das Gebiet weniger effektiv. Das macht nämlich jetzt komplett 4800. Wir können auch mal laufen lassen. Da war zumindest 4800 angekündigt. Ist auch, die Frage ist wirklich, brauchen die Wasser oder Strom? Weil das ist natürlich jetzt ein bisschen weit weg. Aber die meckern jetzt nicht diesbezüglich. Doch, meckern sie doch natürlich Wasser. Aber das ist ja das kleinste Problem. Strom wäre jetzt schon etwas größer. Problemtechnisch. Übrigens Wasser, da hatten wir ja ein paar Abwasserprobleme noch am Ende des letzten Videos. Will ich euch auch noch nicht vorenthalten. Ich habe dann noch eine vierte von diesen Kläranlagen gemacht. Insofern sind wir jetzt Abwasser auch wieder grün. Bei Wasser wird es jetzt gerade knapp, sehe ich. Dann können wir mal gucken, wie das Budget allgemein aussieht. Ja, da können wir noch mal ein bisschen hochgehen. Dann haben wir das erstmal von der Backe. Aber da müssen wir uns dann früher oder später auch drum kümmern. Jetzt müsste die Wasserverfügbarkeit besser werden. Genau, wir haben ja hier vorne so ein Wasserpumpstation. Ne? Da müssen wir dann noch eine zweite hin machen. Man darf die übrigens aber auch nicht alle an einem Fleck machen, weil sonst ziehst du hier komplett das Wasser weg. Das ist mir auch schon mal passiert. Deswegen müssen wir uns da wirklich auch dann eine andere Geschichte einfallen lassen. Jetzt wollen wir aber erstmal noch in das Gebiet reingehen. Hier, die produzieren schon fleißig. Das ist gut. Da liegen auch schon Rohstoffprodukte, die ja rein theoretisch, wenn ich es richtig verstanden habe, von hier. Da fährt übrigens einer. Schön. Da fährt einer, ein kleiner Wagen. Und das passt doch viel besser. Staubt das sogar? Das staubt sogar, wenn der darüber fährt. Finde ich gut. Wie ist denn hier die Beschränkung mit dem Kilometern? 30. Ja, auch das ist realistisch, finde ich. Insofern gut. Dann fährt er auf die Straße. Und wo bringt das jetzt hin? Das könnten wir jetzt hier auch sehen können. Liefert an kleiner Holzplatz. So. Und Besitzer ist Holz Horstwaren. Forstwaren. Nee, Holzwaren. Habe ich schon mal Schwierigkeiten mit gehabt, ne? Horstholzwaren. Meine Güte. Naja, die bringen im Prinzip, dass da kommt schon der nächste. Ich habe die Straße dann auch komplett durchgemacht und habe diese Alleestraße jetzt wieder Alleestraße sein lassen, weil so können die viel besser mal eben hier reinfahren und die müssen da vielleicht nicht komplett drehen. Ich weiß nicht, sehen wir jetzt mal an ihm hier. Ah, ne, er fährt hier rein. Alles gut. Ja, wir haben ein Sägewerk. Schnittholz ist eins da. Wir haben jetzt hier was mit 960 pro Woche. Das ist natürlich relativ schlecht. Das können wir vielleicht auch versetzen, nämlich neben dem anderen, wo nämlich dann die Produktion bei 4,8 wiederum liegt. Da machen wir da auch Buchen draus und dann sieht das nämlich ähnlich aus. Und dann passt das schon. Dann haben wir hier wieder mehr Fläche, um dann quasi die dazugehörige Industrie zu machen. Jetzt ist da zum Beispiel gerade sehr viel Anlieferung. Da sind wir fast voll. Da sind wir 50% voll. Da sind wir 76% voll. Jetzt liefern die alle hier an, obwohl ich beiden ausgewogen gemacht habe. Also ja, manchmal verstehe ich das nicht. Aber jetzt ist hier ein Transporter reingefahren. Kommt der auch wieder raus? Weil letztendlich, dann müssten wir mehr dieser Sägemühlen machen, weil die Produkte müssen ja hier hin, damit hieraus Schnittholz wird. Ja. Und das Schnittholz verkaufen wir genauso allerdings auch wie das Rohmaterial. Also das verkaufen wir ja auch. Na, aktuell haben wir 667 Tonnen können wir speichern. 394 haben wir drin. Und wenn ich das hier oben sehe, wir importieren die Beschaffung Rohstoffe, die außerhalb des Industriegebietes
statt importiert werden. Warum importieren wir das, wenn wir das doch selbst machen? Ja, ist mir alles noch so ein kleines Rätsel, ein kleines bis mittelgroßes Rätsel, muss ich sagen. Ich würde auf jeden Fall noch mal gerne Sägemühle machen. Wir haben jetzt gerade noch mal Schnittholz wohl verkauft. Nee, haben wir gespeichert. Wo lagern wir denn Schnittholz? Ist das auf der Sache selbst? Weil hier liegt jetzt nicht sehr viel Schnittholz drin. Und hier sind ja nur die Rohstoffprodukte. Es gab ja auch Läger, kann ich mich erinnern, die allerdings wahrscheinlich später kommen. Wo wollte ich hin? Hier wollte ich hin. Weil hier ist ja noch kein Lager in Sicht. Das ist der Holzplatz klein. Das ist das Sägewerk. Die Sägemühle, und davon machen wir jetzt noch eine. Bam, bumm. Dass hier noch mehr Schnittholz produziert werden kann und vielleicht auch gelagert werden kann. Das sehen wir noch. Nicht genügend Rohstoffe, die werden aber geliefert. Da gehe ich ganz stark von aus. Das Schnittholz ist jetzt wieder verkauft worden. 362, momentan leichtes Minus. Aber ich denke, wir haben genug Hochholz da. Deswegen können wir das erstmal so laufen lassen. Und die Industrie, die das ja abnimmt, die haben wir ja hierhin gemacht. Ne? Das ist ja jetzt hier, wenn man das sieht, ne? Ist jetzt mitten in dem Gebiet drin. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das jetzt hierhin noch machen, weil wir hier den Platz haben. Das habe ich leicht geglättet. Aber nur wirklich leicht. Machen wir hier wieder eine Straße rein. Und dann machen wir nämlich hier nochmal die Industriegebiete hin, die das quasi dann auch verarbeiten sollen. Ach, mach doch den glatten hier, dann passt das doch besser. So. Ja, bis dahin möchte ich gehen. Wobei, warte mal. Ich guck mal eben, ob ich dann überhaupt noch eins mittig reinkriege. Sonst müssen wir noch ein Stückchen weitergehen. Siehst du, passt nämlich nicht. Dann gehen wir noch ein. Ach. Ein Müh weiter. So. Das ist hierfür auch noch okay. Und wenn wir jetzt hier mittig was reinkriegen, hat es doch das genau gebracht. Ja, wunderbar. Dann gehen wir jetzt hier rüber. Und ja, wir machen die Straße hier durch. So viel ist da nicht am Betrieb. Ich würde dich aber gerne hier hinten. Ah ne, das ist mittig jetzt. Dann ist gut. So. Dann machen wir hier eine Unterbrechung mit einer großen Straße. Die ist nicht gerade, das hatte ich vorhin schon gesehen. Haben wir aber jetzt hergestellt. So, dann müssen wir natürlich jetzt sagen, dass wir hier wieder dieses Stadtgebiet machen. Das, wo wir vorhin dran verzweifelt sind. Aber jetzt weiß ich ja, wofür dieses Spezial. Diese Spezialisierung mit dem Holz ist. So. Freundschaftsviertel, das heißt natürlich auch nicht so. Industriespezialisierungen. Holz. Und jetzt darf hier nämlich, da müssen wir natürlich noch Wasser bringen, klar. Darf hier aber erstmal genau das Ganze für die Holzindustrie entstehen. Ich sage erstmal die 2. Oder machen wir die außen auch mit? Doch, die machen wir auch mit. Zack. Und die machen wir auch mit. Auf der anderen Seite warten wir noch. Jetzt brauchen wir aber hier sicherlich Wasser, ja. Und der Strom ist die nächste Frage, wie weit sich das mitzieht. Steigen da Leute außen ein, also mittlerweile. Guck mal, da laufen auf jeden Fall welche durch. Und der läuft ja auch zum Bahnhof. Ja, der läuft auch zum Bahnhof. Dann ist das ja gut. Kommt da gerade ein Zug? Hier stehen jetzt immerhin 5 Leute, wo vorher, ihr könnt euch erinnern, gar keiner war. Da kommt gerade ein Zug. Lasst doch mal kurz gucken, ob hier welche auch aussteigen. Es sind 240 drin, steigen 13 aus. Wenn die jetzt über diesen Weg hier rüberkommen, dann gehen sie auch in das Gebiet. Steigt keiner ein? Ja, guck mal, da kommen sie doch schon. Ja, Techniker bei den Forstfreunden. Dann ist es gut hier.
steigen dann die fünf ein, die vorhin hier rübergelaufen sind und fahren ins Zentrum, weil sie dort wohnen. Das ist doch gut so. Na, jetzt kriegt man das wieder nicht weg. So, zack, zack, wieder an. Ja, das läuft auch. Und jetzt haben wir hier noch, wow, direkt entsteht eine ganze Menge. Und der nimmt sich den Strom mit rüber. Problem erledigt, sehr cool. So wollen wir das. Ja, dann gucken wir noch einmal kurz rein. Die Holzprodukte sind erstmal ganz gut. Wir kaufen zum Beispiel 55 Tonnen davon und jetzt sind wir wieder im Gesamtprofit im Plus. Das ist doch schön. So kann das weitergehen. Übrigens weitergehen, wenn die Autobahn weitergeht, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir genau auf der Ebene dann wieder gerade werden und hier um diesen Berg rumfahren, damit die Autobahn hier rüber geht. Dass wir diesen Berg irgendwie dann nicht abändern, wie auch immer. Na, das fände ich ganz gut. Ja, jetzt haben wir das erledigt erstmal. Lass uns das laufen. Wir müssen uns auf das, um das Stadtviertel auf jeden Fall noch kümmern, weil hier keine Weiterentwicklung ist, weil die Schulen nicht so richtig sind, wie auch immer. Aber wir müssen jetzt erstmal hier auch den Balken Industrie machen, Gewerbe machen. Wobei ich auch nochmal dachte, und das machen wir mal als allererstes, hier in der Bahnhofsgegend ist ja auch immer Industrie, also Gewerbe meine ich. Würde ich aber mit kleinen Gewerbe arbeiten. Wie hoch sind denn die großen? Guck mal, die sind schon relativ hoch. Nee, da würde ich mit kleinen Gewerbe mal arbeiten. So kleine Lädchen so rund um einen Bahnhof gibt es ja immer. Und da würde ich mit 3x3 und auch nicht den Vierer hier wählen. So, dann kann sich das entstehen. Machen wir hier auch noch. Und hier auch, in der Hoffnung, dass sie hier anfangen. Und dann hatten wir ja mal überlegt, hier dann nachher auch Parks bzw. hier Casino oder so. Das braucht nämlich dieses Viertel hier ganz dringend. Ne? Aber lasst das erstmal entwickeln. Wir gehen jetzt gewerbetechnisch hauptsächlich in dieses Gebiet rein, wo wir ja auch schon mal vorüber gesprochen haben, dass wir hier jetzt noch Gewerbe machen. Die Frage ist, wo fahren wir raus? Ich würde mal die Straße in Ruhe lassen und hier mittig rausfahren. Ja. Ja, würde ich machen so. Wobei, wenn natürlich eine einzige Straße ist, natürlich heftig. Wir müssen eigentlich auch irgendwo wieder rauskommen. Das heißt, hier hinten vielleicht mit einer kleinen Straße wieder raus. Haben wir da auch eine Kreuzung? Wir machen das mal so. Wir fangen gerade auch mal mit der an. So, und kommen jetzt mit einer großen Straße, ja, würde ich machen, hier von mittig rein. So, das sollte sogar genau passen, nee, nicht ganz, aber das geht vielleicht noch ein Stückchen weiter, dann würde das auch passen. Da können wir ja auch noch drüber hinausgehen und dann passt das so. Und dann, jetzt fährt da schon direkt jemand lang, was willst du denn da bitte? So, dann können wir nämlich hier noch ein Stückchen weiter gehen und dann, ja, sogar noch ein Stückchen. Passen aber trotzdem nicht zwei, auch wenn ich noch weiter reingehe. Oder wir müssen da halt mal ein bisschen wieder mit einem Kürfchen arbeiten. Die Kürfchen, die uns immer so wahnsinnig gut gelingen. Wie jetzt zum Beispiel dieser dusselige Knick. Aber ach so, ja, jetzt ist es besser. Ich glaube, jetzt hab ich's gleich raus. Jetzt ist aber trotzdem ein Ticken zu lang. Wobei das Ganze, finde ich, aber auch nichts bringt, weil wir nämlich hier eh nicht noch eine weitere Geschichte machen können. Aber wir können das hier nutzen. Das ist die Idee dabei. Wir können die Außengeschichte nutzen. Also wenn das so aufgeht, wie ich das jetzt gerade so im Köpfchen habe, dann ist das schon richtig. Machen wir mal weiter. So. Geht sich doch nicht ganz auf. Thank you.
Ja, mit Dreiergewerbe wird es sich aufgehen. Wir machen das mal. Also mit 3 mal 3 hier in der Mitte. Während das wiederum Vierer und das Vierer sind. Ja, ich finde, da haben wir schon dann das Maximum aus dieser Ecke rausgeholt. Ist hier Wasser? Hier ist Wasser. Dann können wir schon mal starten. Die Frage ist, mit welchem Gewerbe? Mit dem hohen? Also hier ist ja noch das kleine Gewerbe, das mittlere. Das, wie heißt es? Das geringe. Und das ist das dicht besiedelte. Haben wir ja eigentlich hier hinten, ne? Weil das ganze Dichte hier hinten anfängt. Dann würden wir auch mit dem mittleren dort weiterarbeiten und müssen echt überlegen, ob wir hier Wohnraum, wie ich mal sagte, oder ob wir hier dann auch was mit Gewerbe, mit Dichten wieder entstehen lassen. Wäre eigentlich nur konsequent. Hier hat sich was entstanden. Das ist auch schön. Strom hat es auch. Sehr schön. Wir machen hier jetzt wirklich das kleinere hin, was wir ja auch grundsätzlich schon. Ist denn hier stromtechnisch, wo käme es her? Ja, wenn wir hier anfangen, könnte es genau hierher kommen. Wenn wir hier mit dem Viererblock anfangen. Dann könnte sich das dort ziehen. Hoffe ich mal. Schauen wir uns das mal eben an. Es ist immerhin in der Nähe. Wenn nicht, müssen wir Plan B machen, den ich jetzt noch gar nicht habe. Aber den finden wir dann auch. Es muss erstmal irgendwo ein Anfang starten. Solange das das nicht tut, gucken wir doch nochmal kurz in unser Gebiet hier rein. Wir haben Schnittholz verkauft. Guck mal, was wir da an Profit machen. Wunderschön. Das ist natürlich auch so, dass die Sachen hier, zum Beispiel hier, wird Bretter fürs Leben geliefert von da hinten. Vom kleinen Holzplatz. Ja, das sollen sie ja auch tun. Ne? Und die Holzplätze sind aktuell 34% voll, 44% voll. Müssen wir vielleicht also nochmal was tun. Wie viel produziert der eigentlich? 3,7. Das ist gar nicht so schlecht. Aber die beiden sind natürlich besser. Und deswegen würde ich dann nochmal einen hiervon machen. Damit uns das Rohmaterial nicht ausgeht. Zack, bum, bang. Ist das Wasser bis dahin? Nein. So. Und dann sagen wir dem auch, der ist schon Buchen. Wunderbar. Ne? Wenn man das mal so sieht, ich weiß ja nicht, wie groß der große Platz ist, weil wir haben natürlich nochmal die Möglichkeit, das von hier zu machen, aber eine Straße dadurch würde jetzt gar keinen Sinn machen. Ich hoffe, dass der große Platz, der dann in der zweiten Stufe kommt, dann eben so groß ist, dass der nach hier hinten ausragt und quasi, dass wir dann von dort das Ganze gut abholzen können. Ja, fände ich jetzt cool, sehen wir aber, wenn es soweit ist. Und wann ist es denn soweit? Die Arbeiter haben wir schon erreicht. Wir müssen jetzt noch ein bisschen was abproduzieren, aber oder wegproduzieren, dann ist es auf jeden Fall aber möglich. Und das ist gut so. Hat sich hier was entwickelt? Ja, hat es. So, das ist gut, aber Strom hat sich leider nicht entwickelt. Ja, dann brauchen wir jetzt Plan B. Über die Straße hinweg ist das möglich. Erstmal. Ist möglich. So, dann haben wir jetzt hier damit den Strom hergestellt. Wenn wir dann später von hier vorne kommen, ist ja alles gut. Dann können wir das jetzt auch weitermachen. Hier noch den Viererblock oder Viererblöcke zulassen. Hier, wie gesagt, die Dreierblöcke. So, so, so. Ja, hier können wir die Dreierblöcke auch noch weitermachen, auch wenn wir sie hier nicht haben. Machen wir natürlich nachher Pflänzchen rein. Pflänzchen rein ging allein. In meine schöne Stadt hinein. Crazy, ich weiß, aber muss auch mal erlaubt sein. So, das ist doch erstmal genügend. Dann guckt ihr, dass ihr erstmal da weiterkommt. Wir brauchen auch schon wieder Industrie. Ich frage mich echt, ob wir in die Holzindustrie investieren sollen. Es fehlen uns aber aktuell Arbeiter. Hier. Deswegen wird das wahrscheinlich
unwahrscheinlich, dass wir da weitermachen, aber unser Lager ist ziemlich leer oder wird immer leerer. Wir verkaufen ja auch, was ja auch gut ist, bringt uns ja auch Geld. Übrigens können wir da mal gucken wegen den Einnahmen. Sehen wir das auch durch Industrie? Hier 1.100, 678. Ist das eigentlich immer für einen Monat gerechnet oder weiß ich nicht? Aber ist egal. Grün ist grün. Hauptsache, es läuft. Wie sieht es mit dem Strom an? Strom war ja nicht das Problem. Wasser war irgendwann mal. Das Problem ist noch in Ordnung. Gucken wir uns mal kurz das Bahnhofsviertel an. Da waren wir ja auch vorhin fleißig. Ja, ist doch schön. Guck mal, wie viele Leute da herlaufen über die Brücke vom Bahnhof oder wie auch immer, wo die herkommen. Da stehen auch immer noch Leute. Wie sind denn die Einnahmen des Zuges aus? Hat sich das ein bisschen wenigstens verbessert? Ne, immer noch 3,3 minus. Ja, so ein Nahverkehr kostet halt. Das ist ja auch nicht unrealistisch, ne? Also von daher ist das auch okay. Wir machen 31.000 plus, was wollen wir mehr? Wir sind aber 3,2 Millionen. Alles gut. Ja. Sehr schön. Ja, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. So, wenn wir mehr Leute allerdings brauchen, also mehr Arbeiter brauchen, wir haben. Wo sehen wir das denn eigentlich? Ob Leute arbeitslos sind? Sehen wir das? Verfügbare Arbeitsstellen da 12,1 und arbeitslose Bürger 8%. Also es sind noch ein paar, die da arbeiten könnten. Weil der Balken für Wohnraum ist ja jetzt nicht so mega groß. Was brauchen die denn? Vor allem Hochgebildete. Ah ja, da ist der Schuh. Aber die brauchen auch Ungebildete davon ab. Aber die Hochgebildeten haben wir auch nicht wirklich. Was ja auch richtig ist, wir haben ja gesagt, dass hier zum Beispiel das Gebiet gar nichts hat. Wir können ja mal unsere Bildungseinrichtung anschauen. Also für Grundschule reicht es so gerade so. Für die Oberschule reicht es nämlich überhaupt nicht. Und für die Uni mittlerweile auch nicht mehr. Allerdings nur um 9 Personen. Also 9 Personen kriegen keinen Uniplatz. Bedeutet also, wir brauchen Oberschulen und Unis. Das ist eben der Punkt. Und wenn wir uns das hier angucken, haben wir hier ja schon eine, was war das? Eine Grundschule gemacht, ja. Ach so, und wenn wir jetzt mal auf Oberschule gehen, oder worauf standen wir da? Dann ist eine Oberschule hier vorne nicht ausreichend, sage ich nur. Ja, mir ist halt immer noch dieser Hügel ein Hügel im Auge, sozusagen. Deswegen ist die Frage, ob wir wirklich hier rüber wieder mit Wohngebiete gehen. Und dann da uns auch mit den Schulen weiter austoben. Denn wenn wir jetzt hier quasi eine Straße drüber machen würden oder drunter, wie auch immer, und da direkt mit einer Schule arbeiten, dann ist ja das ganze Ding hier, dass die hier nicht zur Schule können, ne? Also Oberschule vor allem, ist das Ding ja erledigt, weil sie nämlich dann die Oberschule haben. So, das wäre jetzt eine Idee. Auf der anderen Seite fände ich das natürlich schön, wenn wir auch das dichte Gewerbe hier weitermachen, gerade weil wir hier auch so ein Recyclinghof reingebämmt haben. Der ist natürlich dann im Gewerbe vielleicht schöner zu akzeptieren, wie in einem Wohngebiet. Ne? Und halb-halb ist auch eine Möglichkeit. Wo kommt denn die Straße raus? Hier. Aber ich möchte nicht zwei Straßen darüber machen. Das ist schon wichtig, dass die Straße dann hier rüber geht, damit die auch schnell zur Schule kommen, weil die Schule dann sich hier ja aufhalten soll. Oder wir machen es ganz einfach. Wir machen die Schule hierhin, sehe ich gerade. Warum eigentlich nicht? Es geht immer noch um eine Oberschule. Um die Uni kümmern wir uns gleich noch. Ich gucke mir das mal an. Wenn wir die Oberschule, die klassische Oberschule hinmachen, haben wir nämlich alles abgedeckt. Wo war die etwas schönere Oberschule? Das war die hier Bildende Kunst. Die ist aber breiter, aber das macht auch nichts. Wir müssen nur hierher gehen, damit die Straße weiterlaufen kann. So, dann haben wir doch das hin. Ich mag das zwar mit diesen Dings, aber da machen wir Bäume drauf, dann sieht man das kaum. So, dann haben wir nämlich das Oberschulproblem eigentlich hier im Griff. Die Leute werden besser. Wir haben jetzt auch die Kapazitäten noch im gelben Bereich. Das ist okay. Es kann also noch besser werden. Ja, aber die grünen Straßen sagen uns ja erstmal, dass die das alle hier erreichen können. Da stirbt schon wieder einer hier in diesem Häuschen. Der Stufenanstieg ist gegeben. Das ist natürlich jetzt auch durch die Bildung. Die Universität, wie gesagt, die ist jetzt noch nicht so top. Da haben wir, jetzt gucken wir mal, wo die Uni ist. Da vorne haben wir die Uni, klar, die Heinrich-Heine-Uni. Wir haben hier hinten gar, haben wir nur eine einzige Uni. Das geht ja auch wirklich nicht. Glückwunsch, was haben wir da erreicht? Ach, unser Sägemühlending hat Stufe 2 erreicht. Bedeutet, Gebietsbonus effizient von 4%, Verschmutzung 10% weniger, was da eh nicht viel ist. Und jetzt können wir ein kleines Baumsetzlingsfeld machen.
dem Möbelfabrik. Genau, die nimmt dann wieder das Schnittholz wahrscheinlich ab. Müssen wir uns aber genau angucken. Und die Arbeiterunterkünfte können wir bauen. Sehr cool. Machen wir hier auf Stopp, weil da möchte ich mal eben kurz den Gedanken hier zu Ende führen. Also die Uni ist hier und hier hat sich das auch grundsätzlich gut entwickelt, wobei ja hier auch so ein paar, ne, hier sind 8 Hochgebildete, ne? Also auch wenn die Straßen hier nur grün sind, scheint es ja auch selbst hier hinten anzukommen. Also hier jetzt weniger, ne? Da sind nur gut gebildete, wobei hier ist zum Beispiel auch ein Häuschen, hier sind 6 Hochgebildete. Also ich weiß gar nicht, ob das immer so mit diesen grünen Straßen so zu tun hat. Sonst werden die ja jetzt nicht unitechnisch gebildet. Ich kann ja jetzt mal hier auf Oberschule gehen. Da ist nämlich alles blau, auf Grundschule auch wahrscheinlich. Ja, ein Häuschen da nicht. Und hier wird es roter, aber ein paar bleiben so. Also irgendwie machen die sich doch auf den Weg zur Schule. Können wir eigentlich da mal so einen Weg? Das ist ein Fußgänger. Wo geht der jetzt gerade hin? Naja, gut, der geht nur zum, wie auch immer, vom Busbahnhof oder wo der gerade herkommt. Das hat jetzt nicht, zeigt uns jetzt nicht, ob der den Weg irgendwie zu Fuß dahin geht, weil eine Buslinie gibt es ja noch nicht. Eine Buslinie gibt es nur von dem Stadtteil, was ja überhaupt nichts gebracht hat. Von dem Stadtteil, ah ne, von dem hier. Natürlich, das hat was gebracht, Entschuldigung. Da haben wir doch einige Studierende, die darüber ziehen. Ja, das ist der Punkt, eine Uni zu wenig, da muss eine zweite Uni hin und das ist ein Grundsatzproblem, was ich mir jetzt wirklich mal überlegen muss, was ich da mache. Hier fehlt gerade ein bisschen Wasser für das eine Gebäudchen noch. So, das haben wir damit erledigt. Wir haben eine Meldung gekriegt, dass wir uns austoben können in unserem Sägemühlen-Ding, das müssen wir auch noch umbenennen. Und ich würde nämlich sagen, dass ich jetzt auch einen Cut mache mit diesem Video und dann sind wir beim nächsten Mal wieder mit dabei. A, mit einem neuen Namen, B, mit einem zusammen dann einem neuen Gebiet zu machen, also die Stufe 2 auszunutzen und einer hoffentlichen Entscheidung, wie ich mich hier entscheide, was die Wohn- und Gewerbegebiete angeht. Bis dahin sage ich nochmal danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und seid hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, ciao, ciao.